Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley und herzlich willkommen zurück auf den Ferninseln, wo wir gerade einen weiteren Rubin bekommen haben. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich die vielleicht nochmal platzieren wollte an der Stelle. Ach, egal. So, was Wichtigste zuerst, wir müssen Taro-Wurzeln pflanzen. Und unser Weizen ist fertig. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zu ihm hier rein. Erzählt er uns wieder hier von seinem langen gelben Ding? Gurb, gut. Bombo Lango. Und wenn ich da durchlaufe, Bombo kitzelt. Hey, erinnert mich an eine alte Freundin. Hey, jetzt will ich dich kitzeln, aber ich werde es nicht. Aha. So, und jetzt? Quak, quak, ja, vielen Dank. Das bringt mich zurück an die guten Zeiten vor langer, langer Zeit. Hier, das da für dich. Sehr schön. Weitere goldene Walnüsse, ich glaube, sind nochmal plus 5. Das heißt, wir können jetzt da hinten durch. Jetzt wünscht er sich noch was Neues. Ich will die pikante Bodenfrucht essen, aber den Atem stinken lassen. Das klingt doch nach Knoblauch. Atem stinken? Das kann eigentlich nur Knoblauch sein, oder? Das parken wir jetzt mal kurz hier zwischen. Dann bräuchte ich noch mal einen Qualitätssprinkler. Der kommt dann hier in die Mitte. Und noch mal 8 hier drumrum. So, und ich hatte ja überlegt, dass ich vielleicht den hier noch irgendwo platziere. Vielleicht so erstmal. Achso, mein Spezialessen, bevor wir das noch verlieren. Das kommt hier hin. Das hier brauchen wir hier auch nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Okay. So, jetzt bin ich neugierig. Also nicht auf das hier, ne? Nicht falsch verstehen. Ich wollte jetzt natürlich hier hinten zu unserer super Höhle dahin. Da müssten wir jetzt eigentlich durchkommen. Oh ja. Oha. Sieh an, sieh an, sieh an. Seht mal, wer es in mein geheimes Walnusszimmer geschafft hat. Das ist Mr. Chi wieder. Ich bin wirklich beeindruckt. Obwohl du nur einen Bruchteil der Walnüsse brauchtest, um deine Ziele auf dieser Insel zu erreichen, hast du dich entschieden, dich weiter voranzutreiben. Du wolltest diese Geheimtür so sehr betreten, dass du alles daran gesetzt hast, hineinzukommen. Dieser Elan zeichnet dich aus. Du hast eine ganz besondere Energie. Davon abgesehen, du hattest nicht den Eindruck, dass die Herausforderung hier endet, oder? Nein, hahaha. Tatsächlich hat die Herausforderung gerade erst begonnen. Zu deiner Linken findest du ein Brett mit einigen sehr interessanten Möglichkeiten. Diese Herausforderungen, die ich speziell für dich entworfen habe, werden dich an deine Grenzen bringen. Oh Gott. Wenn du jedoch meine Herausforderungen erfolgreich meistern kannst, bekommst du eine exklusive Währung. Ich nenne sie Chi-Edelsteine. Nimm sie nur nicht in den Mund. Sie sind hoch radioaktiv. Hehehe. Okay. Diese Maschine zu deiner Rechten kannst du benutzen, um diese Chi-Edelsteine gegen seltene und mächtige Belohnungen einzutauschen. Klingt interessant, nicht wahr? Ja, ich habe das Gefühl, dass jemand wie du das genießen wird. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Okay. Manche Dinge gehen über Zeit und Raum hinaus. Es ist ein einzigartiges Gefühl im Herzen, ein Flüstern der Dinge jenseits davon. Aha. So, dann das mal. Was ist das denn? Dann zeig mal her. Erweiterte Familie. Familienmitglieder der legendären Fische sind ins Tal zurückgekehrt. Du hast 3 Tage Zeit, um Fräulein Angler, Gletscherfisch Junior.
Sohn des Crimson Fish, radioaktiver Karpfen und die Legende 2 zu fangen? Wie soll ich denn das in 3 Tagen schaffen? Finde 4 prismatische Scherben, lege sie in meine Sammelbox. Ich würde sagen, wir machen mit den 4 Edelsteinen weiter. Also, dass ich 4 von diesen Fischen in 3 Tagen schaffe, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Perfektionstracker, da sind wir. Also ihr seht, der Fortschritt ist bei 51% derzeit. Das ist das, was ich euch schon mal erklärt habe, was man alles schaffen muss dafür. Das ist hier nochmal schön aufgelistet. Also wir haben fast alle Ereignisse und Erzeugnisse und Futtermittel versandt. Wir haben keine Obelisken, wir haben keine goldene Uhr. Wir sind kein Monstertöterheld. Wir haben fast alle Freunde. Landwirtschaftslevel, das sind halt die, ja, unsere Fähigkeiten. Wir haben noch nicht alle Sterntropfen, nennt es hier. Okay. Gefunden. 43% der Kochrezepte, 42% der hergestellten Rezepte, alle Fische, 104 von 130 Walnüssen. Das heißt, wir brauchen noch 26 Walnüsse. Na klar, ne? So, und was sind das jetzt für Belohnungen? Junimo-Kiste. Durch die Kraft der Waldmagie wird jede Junimo-Kiste mit demselben Vorrat verbunden. Aha. Pierres verlorene Lagerliste. Pierre könnte daran interessiert sein. Eine Pferdeflöte. Leute, damit kann man sein Pferd beschwören. Hab ich's nicht gesagt, Leute? Ich habe doch Ewigkeiten immer davon erzählt, dass ich gerne mein Pferd herpfeifen würde. Das wäre doch geil. Darin platzierte Gegenstände werden automatisch in die davorstehende Maschine geladen. Der Hopper. Aha. Ah, interessant. Bereicher. Auf einen Sprinkler stellen und mit Dünger beladen, um ihn automatisch auszubringen, wenn Samen in der Nähe gepflanzt werden. Aha. Druckdrüse. Auf einem Sprinkler stellen, um seine Bewässerungsreichweite zu erhöhen. Auch interessant. Dekonstrukteur zerstöre handgefertigte Gegenstände, aber rette ihr wertvollstes Material. Schlüssel zur Stadt ermöglicht zu jeder Tageszeit den Zugang zu allen Gebäuden in der Stadt. Galaxieseele. Schmiede 3 davon zu einem Galaxieschwert, um seine endgültige Form zu entfesseln. Meine Güte, was man hier für Sachen bekommt. Da kann man den Pilzbaum hinbekommen. Zauberköder ermöglicht es, Fische zu jeder Jahreszeit, zu jeder Zeit und bei jedem Wetter zu fangen, unabhängig davon, in welcher Art von Wasser du es wirfst. Okay. Chi-Würze. Nur ein Hauch hebt jedes Gericht in außergewöhnliche Höhen, wird beim Kauchen automatisch angewendet. Er Chis Hut. Mhm. Wasserparadies. Ist einfach nur ein Möbelstück. Schwerer Zapfhahn. Platziere es auf einem Ahorn, einer Eiche oder einem Kiefer und warte, bis das Reservoir sich mit Produkt füllt. Arbeite doppelt so schnell wie ein normaler Zapfhahn. Oh mein Gott. Hyperspeed-Zucht. Regt die Blattproduktion stark an, steigert garantiert die Wachstumsrate um mindestens 33%. Dazu braucht man radioaktives Erz. Okay. Deluxe-Dünger. Verbessert die Bodenqualität. Hopper. Rezept. Ah ja. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Zauberköder kann man dann auch selber herstellen. Also anscheinend lernen wir noch radioaktives Erz kennen. Und radioaktive Barren dann logischerweise. Meine Güte, da gibt es auf jeden Fall noch krasse Sachen, die wir entdecken können. Da denkt man, man hat einen Großteil des Spiels schon gesehen und dann kommt sowas hinterher. Ich betone nochmals, alles, was wir hier auf dieser Insel sehen, ist mit dem letzten Update gekommen und noch vieles weitere. Auch ebenfalls, das eben auch vorher nicht existiert hat. Also das ist wirklich richtig, richtig krass, was dieses Spiel noch alles geboten hat. Also das ist eigentlich gefühlt derselbe Funktionsumfang nochmal obendrauf, wie es vorher war. Das ist richtig heftig. Also da Hut ab, dass der Entwickler sowas gemacht hat, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Meine Güte.
geht's unserem Bäumchen? Eigentlich auch ganz gut, ne? War das eben auch schon fertig? Habe ich das nur nicht bemerkt? Okay, es ist 14 Uhr. Mittlerweile, 14:40 sogar. Geoden kann man übrigens auch verkaufen. Das mache ich jetzt einfach mal mit der hier. Ah, wir können auch den Ingwer verkaufen. Das Saatgut würde ich schon noch gerne verkaufen. Allerdings brauche ich da noch... Nee, brauche ich gar nicht. Aha. Hier oben ist ja was fertig geworden. So. Dann würde ich gerne Leo nochmal ein Geschenk machen. Nochmal kurz den... Dingens da befragen. Wie heißt er? Den Papageien. Wo wir denn noch goldene Walnüsse finden können. So viele können es ja nicht mehr sein. Es sind ja nur noch 26. Also wir wissen, dass wir einige noch in der Mine finden werden. Hallo Leo. Lauf nicht weg. Ich habe eine Entenfeder für dich. Nein, ich habe ihm diese Woche schon so viele Geschenke gemacht. Das gibt's doch nicht. Ork. Quarkgurb. Ja, das ist wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Da scheint jetzt nichts Besonderes mehr rauszukommen. Dann schauen wir uns die Ausgrabungsstätte an. Okay, ist ja auf jeden Fall irgendwas auszugraben. Prähistorische Schulterplatte. Das ist auch eins von den Artefakten, das uns noch fehlte. Wir haben ein paar Taro-Knollen außerdem bekommen. Finde ich auch gut. Ich befülle einmal die Gießkanne. Man weiß ja nie. So, weiter geht's. Also, der hat irgendwas davon erzählt, dass diese Maschinen hier, ich glaube, das sind die hier, dass die noch was Interessantes für uns bergen. Na gut, das war jetzt noch nicht so interessant. Dieses Flammending würde ich gerne kaputt machen. Lässt sich nicht triggern, doch. Ach, scheiße. Aber die machen zum Glück nicht so viel Schaden. Aha, hier hinten gibt es was Interessantes. Oh. Okay, das war ein Amethyst. Ach, komm schon. Ziemlich geil, was die da droppen. Es gibt auch einen weiteren Grund, weshalb wir jetzt viele in den Minen uns aufhalten sollten die nächsten Tage. Das ist natürlich diese Quest von Mr. Chi. Auch wenn ich erhebliche Zweifel habe, dass ich in so wenigen Tagen so viele prismatische Scherben finden kann. Naja, es kann ja auch mal... Oh, schaut mal, wir haben einen weiteren Nuss gefunden. Ich glaube, zwei konnte ich in den noch drin finden. Ne? Also eine noch. Und dann, glaube ich, durch den Abbau von Erzen noch. Na, was bist du denn für einer? Ich glaube, das ist eigentlich auch nur eine Form des Butlers. Hätte ich gerne nochmal. Okay, ich dachte... Oh, da ist er. Okay. Also in diesen Maschinen finden wir jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich kann jetzt, glaube ich, nur noch durch Abbauen hier was bekommen. Ich meine, natürlich lohnt sich das trotzdem hier, diese Dinger zu zerstören.
unter Umständen. Man findet ja auch andere Sachen. Aber für das Ziel jetzt... Oh Gott, ey. Aua. Es ist schon 0 Uhr. Deswegen speed ich jetzt hier gerade so ein bisschen durch. Oh, da unten ist noch einer, den ich freischalten muss. Shit. Okay. Ist ein bisschen rasend geworden gerade. Mann, wie viele muss ich davon noch machen? Da muss doch irgendwo noch ein Schalter sein. Ach, da unten ist einer. Ja, jetzt geh doch mal drauf hier. Ich sehe mich hier gleich schon auf der Mine zusammenbrechen. Weil ich es wieder hier nicht schaffe. So, Ingwer essen. 1.30 Uhr. Eigentlich wollte ich mich ins Bett legen, wisst ihr? Wo ist denn der scheiß Durchgang hier? Dammit. Okay, ich brech zusammen. Das war so nicht geplant, Leute. Das war so nicht geplant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in meinem Bett zu Hause auf der Farm aufwache oder auf der Insel. Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Okay, es ist hier. Das ist ja immerhin etwas. Das hatte ich gehofft. Wunderschön sonnig überall. Wahrsager sagt, sind sehr glücklich. Okay. Mehr haben wir hier nicht. Dann müsste ich jetzt einmal gucken, ob hier irgendwas reif geworden ist, zwischenzeitlich. Gerade von den Taro-Wurzeln. Sieht aber nicht so aus. Also würde ich dann nochmal einen weiteren Bereich hier frei hier vorbereiten. Wo haben wir es denn? Da. Qualitätssprinkler. Da brauche ich noch einen. So, das Ganze dann auch einmal gießen. Oh, doch nicht so, ey. Drei, vier, fünf. Wir gehen jetzt mal zu Leo rüber. Ich würde ihm gerne seine Entenfeder schenken. Ich glaube, ab sonntags geht's immer wieder. Dann können wir den Papagei nochmal fragen, ob er nochmal einen besseren Tipp für uns hat. Und danach würde ich mich wieder der Archäologie widmen. So. Ja, jetzt erzählt er wieder von den regnerischen Vögeln. Wo sind wir denn jetzt mit ihm? Immer noch zwei. Einer vergraben im Westen. Das wäre dann auf unserer Farm. Vergraben heißt, wir können den nochmal finden bei so einem Artefakt. Bei so einer Artefaktstelle. Hier ist übrigens Straußfarn. Und hier auch. Und hier auch. Haben wir hier eigentlich nochmal was auszugraben? Nee, ne? Ist in letzter Zeit auch nicht so viel. So, ich würde noch gerne nochmal ein paar Taro-Wurzeln-Knollen besorgen. Und dann gucken wir nochmal hier oben, ob wir nochmal ein paar Knochen finden. Tja, von diesen versteinerten Beinen haben wir schon so viel gefunden. Aber nicht das, was ich suche. Ich würde sagen, wir werden hier noch mal eine Runde angeln. Und dann sehe ich doch glatt, dass es hier schon wieder so einen Ort gibt. Iridiumerz. Also ihr merkt es vielleicht, ich mache das hier
nicht ohne Grund ganz, ganz oft. Das liegt einfach daran, dass ich gelesen habe, dass man manche von diesen Knochen eben auch findet, während man diese Erzwäsche betreibt. Ich weiß nicht, ob das bei uns funktionieren wird. Auf jeden Fall hielt das für eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Aber so richtig effektiv kommt mir das hier nicht vor. Schaut mal, hier ist wieder was. Ah, da komme ich doch gar nicht hin. Was ist denn das für ein bescheuerter Ort? Wie soll ich denn da hinkommen? Nö, also an die Stelle komme ich nicht ran mit meinem Erzding. Das ist bescheuert. Sehr schade. Ich könnte ja noch mal ein paar Taro-Wurzeln hier kaufen. Ich habe ja gerade ein bisschen Knochen über. Tja, mehr fehlt mir jetzt auch nicht ein, ne? Ach, schaut mal. Pam. Hä? Willi gab uns auf der Fahrt hierher jeder ein Stück seines Fish Jerky. Kostenlos, offenbar. Köstlich. Dies ist ein großartiger Ort, um Zeit mit der Familie zu verbringen und sich näher zu kommen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du es hergerichtet hast. Na, endlich bedankt sich mal einer. Die perfekte Bräune zu bekommen ist eine Kunstform. Es ist wie das Rösten eines Marshmallows. Man muss den Körper genau richtig drehen. Das spricht die Expertin. Knirsch, hoppla, da verschwindet eine vom Aussterben bedrohte Krebsart. Ups. Oh, vergiss es, es war nur eine leere Muschel. Ich kann heute Nacht schlafen. Okay. Alles klar. Demetrius, alles klar. So, noch weiteres wird hier angebaut. Wir kennen jetzt hier keinen Halten mehr. So. Jetzt kann ich, glaube ich, zum ersten Mal das auch wirklich einsetzen, dass wir das Ding auf jetzt Iridium haben. Pass mal auf. Haha, Leute. Und dasselbe geht natürlich auch fürs Gießen, ne? Mega. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen abzuschätzen, wie viele ich davon jetzt schon ausgesät habe. Das sind 8, 16... 24, 32. Ja, dann haben wir noch einige halbe. Ich glaube, die beiden zusammen sind auch nochmal, naja, etwas mehr als 8 sogar. 40. Also 50 bis 60 habe ich hier ausgesät. Dann habe ich nochmal 20 auf unserer eigentlichen Farm. Also ich brauche nochmal 20. Kurz zusammengefasst. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Nee, das verkaufen wir nicht. Das hier aber meinetwegen schon. Tja, was machen wir jetzt heute noch? Achso, der hat ja erzählt, dass wir hier noch irgendwas ausgraben könnten. Noch eine goldene Walnuss. Dann werde ich das noch mal probieren. Kann ich hier einfach so rumgraben? In der Hoffnung, dass ich irgendwas finde? Naja, außer Leben vielleicht. Nee, das scheint nicht so richtig was zu bringen, ne? Nee. Das kommt mir nicht so richtig effektiv vor. Das lassen wir sein. Mittlerweile sind die alle abgehauen. Ich gehe nochmal hoch zur Archäologiestätte. Vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen was in dem Fluss rumwaschen. Finden vielleicht nochmal was. Oder halt auch nicht. Je nachdem.
Und wenn nicht, würde ich aber dann auch zu unserer Farm zurückkehren. Also mehr als 2 Tage am Stück will ich im Moment eigentlich noch nicht verbringen in der... Hier auf der Insel, weil wir ja doch auch noch so viele andere Sachen zu tun haben. Tja, hier ist aber nichts. Nee, dann würde ich sagen, wir gehen nach Hause. Ich werde auf die Farm gehen, mein Zeug holen. Und dann teleportieren wir uns einmal nach Hause und suchen diese fehlenden Sachen dann später irgendwann mal. So, das nehme ich mit. Das auf jeden Fall auch. Dann die ganzen Edelsteine. Achso, die wollte ich ja vielleicht nochmal platzieren. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Teleporter brauche ich. Das kommt mit und das Hartholz auch. Ja. Also ich meine, das hier muss ich nicht wirklich mitnehmen. Baumaterial generell muss ich eigentlich nicht mitnehmen. Und das habe ich immer so als Proviant noch gedacht. Wir nehmen das hier mit. Das hier. Und dann reicht es aber wirklich. So. Zurück nach Haus. Ja, und ich werde jetzt noch den Hof ein bisschen aufräumen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.